Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. So, ich werde jetzt ein bisschen Ihnen meine Fähigkeiten anschauen. Ich würde gerne auf Kampf gehen, weil Biotik ist überhaupt nicht meins. Was war das andere nochmal? Tech ist auch nicht meins, nee. Ja, Barrikade, Stolper, Pistolen, Sturmgewehre, Kampffitness, Kampfwerkzeuge. Also, ich bin für Pistolen erstmal. Ja. Pistolen, ja. In Prozession. Rang 2, wie viele Punkte? So. Haben wir erstmal viel auf. Genau, bestätigen. Super, Refresher des Soldats jetzt auf Rang 1. Super, okay. Ach mein Gott, da muss man erstmal durchgucken. Cora. So, Cora geht auf Nova. Energieexplosion mit hohen Schaden direkt um Cora herum. Oh, das finde ich sehr schön. Ja. Da mache ich mal alles mal so ein bisschen. Okay. Vetra. Ah, die kommt anscheinend auch mit. Energiepanzer. Turianischer Schmuggler. Verteidigungsexpertin. Da würde ich den Energiepanzer noch ein bisschen nehmen. Und den Verteidiger. Nehmen wir den Betäubungsschuss noch dazu. Okay, Liam. Chaosangriff, Verteidigung, militärische Ausbildung. Finde ich militärische Ausbildung eigentlich recht sinnvoll, und den Chaosangriff. So, ja, du hast noch einen, deswegen geht das nicht, Liebchen. Genau, den kann ich aber nicht einsetzen. So, dann haben wir hier Inflerator, was? Ach so, boah, was? Profil. Ach, wir können jetzt ein Profil wählen. Ach du Scheiße. Soldat, Techniker, Experte, Wächter. Was war nochmal ein Wächter? Der ist eh gesperrt. Ja, wir können nur Infiltrator. Tech- und Kampfspezialist. Nee, ich bin absolut Soldat, ey. Ich bin absolut Soldat. So, jetzt haben wir hier Waffen. Wir haben, was ist das? Schaden. 43. Wir gehen mal. Kann ich die nicht? Verstehe ich nicht. Wieso kann ich die nicht annehmen? Wieso müsste ich die jetzt zerlegen? Hoch. 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 Was ist denn jetzt kaputt? Was war das denn gerade? Fähigkeiten da. Wo war das denn jetzt mit der Waffe? Ich muss mal kurz gucken. Ich hätte gern. Ich kann die nicht nehmen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich habe das jetzt erstmal hier so gemacht. Hier ist es voll hell und irgendwie ist das hier alles gerade ganz ein bisschen komisch. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen oder auch nur die Crew versammeln. Ehrlich? Beatcon benutzen. Und dann keine. Okay. Hier kann ich nichts tun. Ich habe mich letztens nicht so großartig umgesehen. Wir nennen das den Forschungsraum.
Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Jo. Ob das jemand braucht, ich weiß es nicht. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Kiosk, An- und Verkauf. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Ist es das denn? Oh ja, das ist es. Vor allem, wenn Sie irgendwas von Habitat 7 mitgebracht haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Neue Möglichkeiten sind gut. Wir brauchen mehr davon. Für uns alle. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Huch. Verbesserungen, Waffen. Jede Funktion hat unterschiedliche Wörter. Mich stört hier das Relikt nicht wechseln. Die Kategorie, okay. Mhm. Boah. Sandsturm. Okay, das sind die Kosten. Ich habe aber da nur 20 von. Also kann ich rein theoretisch noch gar nichts machen. Doch, da konnte ich was machen. Nee, 110. Boah, ist das teuer. Mit der Entwicklung sieht das doch genauso aus. Komm. Ach, guck mal, hier könnte ich was herstellen. Her, Pathfinder Orb, Server. Pionier. Mhm. Könnte ich jetzt herstellen, okay. Sturmgewehre. Ach, muss ich das erst herstellen? Das ist ja interessant. Panzerung, Helm. Ach, Hajemini. Okay, cool. Okay, ich hab's verstanden. Übrigens, ich wollte... Ach. Ich kann gerade nicht speichern. Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Wieso kann ich denn jetzt nicht speichern? Nee, da wollte ich gar nicht hin. So. Übrigens. Wir sind fast unterwegs. Endlich. Die junge Dame ist lesbisch. Hallo. Ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Es wird alles für den Start bereit sein. Ich glaube, er ist schwul. Hallo. Können wir später reden? Ich muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Huch, jetzt hat sie was. Sie ist bereit, wenn Sie es sind. Stärker gezittert. Wir können da hinten die Treppe runterrutschen oder den Aufzug nehmen. Cora ist übrigens nur hetero. Also nur für unseren Bruderchen. Liam ist nur für uns. Vetra, Pibi. Und dann treffen wir noch irgendeinen Typen unterwegs, der ist bi. Also die sind bi. Dann haben wir noch die Asari Lexi, die ist nur für unseren Bruder. Also für halt einen männlichen Protagonisten. Bei dem Krogana weiß ich es gar nicht, ob das überhaupt geht oder so. Und dann treffen wir noch einen Alien, eine neue Alienrasse. Jarl heißt der Typ. Der ist für uns. Ja. Oh, und man trifft von dieser neuen Alienrasse noch einen weiblichen Alien und der ist für unseren Bruder wiederum. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Ryder, letzte Befehle, Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Hallo, ich wollte rein. Jetzt macht er mir die Tür nicht auf, das gibt's ja nicht. Ja,
Naja, da komme ich ja gar nicht rein. Ich muss ja hier reingehen. Ich wollte in unser Zimmer. Das ist erstmal die Krankenstation. Hallo Ryder. Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Mhm. Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in Ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Aber das mit den ganzen Romanzoptionen werde ich euch im Laufe der des Let's Plays sowieso nochmal erzählen. Hier haben wir die Küche, so. Und hier ist unser Zimmer. Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Schön. Kleidung, Panzerung. So, wo sind denn die unsere Sachen, die wir hier gekriegt hätten? Ich überprüfe meine Verbindung von der Hyperion zur Tempest. Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Okay. Pijack. Ah, da ist er. Pathfinder. Es war großartig, Ihnen zu begegnen. Sie sind ja ebenfalls am Abenteuer Wissenschaft interessiert. Könnten Sie uns vielleicht bei einem Experiment helfen? Wir haben hier einen interessanten Burschen auf der Nexus, einen jungen Pijack. Zu den Menschen manchmal Weltraumaffen sagen ist, dass die haben wir übrigens Mass Effect 2 bei den Kroganern versucht abzuschießen. Die haben uns Essen geklaut. Ja, schön, darüber in verschiedenen Spielen sind ein Leben an Bord eines Schiffs anpassen. Wir hoffen, dass sie ihnen vielleicht ein Tempest mitnehmen könnten. Er ist erfüllt, seine Routine ist simpel, kein Essen nach 23:59 Uhr. Wie bei den Gremlins, wie geil. Nicht baden oder duschen, nicht zu lange Sonnenstrahlung. Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss, aber wie geil ist das denn, ey? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Gremlins. Diese komischen Viecher, das sind ganz, ganz alte Filme sind das. Ich glaube, da gibt es 3 Teile von. Von den Gizmo. Oh. Wenn ich dran denke. Das waren auch so Monster. Der war erst ganz süß und wenn du den halt nach Mitternacht halt gefüttert hast oder gebadet hast oder Licht ausgesetzt hast, dann hat der sich so Fellknäule geschossen und aus denen sind dann auch halt Gremlins gekommen, aber die waren dann halt, also Gizmo war ja ein Mogwai, aber dann aus denen sind dann Gremlins geworden und die waren halt böse. Und jetzt haben sie das da genauso gemacht, wie geil ist das denn, ey? Hammer, ey. Hammer, hallo Pathfinder, ich bin eine unabhängige Dokumentarfilmerin, das war ja hier dieser Wettbewerb, den sie hatten, und könnten bei einem aktuellen Projekt wirklich ihre Hilfe gebrauchen. Es wird von historischer Bedeutung sein. Bla bla bla. Ja. Wenn wir Nexus treffen, dann kann ich Ihnen alles über. Haben wir auch. Sonderlieferungslager. So, wo ist denn unser Äffchen? Wie macht man das jetzt hier mit der Sonderlieferung? Inventar. Forschung. Mineralentech, Bio, Begegnungsgut, Spezialobjekte. Relikt-Dechiffrierungsschlüssel, Panzerung. Ja, davon haben wir ja jetzt einiges. Oh, schön. Aha. Andromeda Elite-Helm. Schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich nehme sie erstmal an. Ich nehme erstmal alles an. Aber wo ist unser Affe? Ich glaube, der läuft draußen. Ich hoffe nicht, läuft der draußen rum. Naja, keine Ahnung. So, jetzt ziehen wir uns erstmal um. So. Hoodie. Oh, ein Hoodie. Ach ja, der war mit dabei, stimmt. Ja, stimmt. Den hatte ich ja.
So, ich will definitiv die Jacke haben. Achso, das ist die Hose. Die hätte ich gerne schwarz. Könnte das da so machen. Das könnte man weiß machen, die Hose wieder. Finde ich ganz cool. Natürlich auch ganz cool, so. Wenn sie in so einem Blau ist, finde ich die ganz schick. Aber das passt schon. So, wir nehmen jetzt Standardtöne, Autotönung, eigene Töne. Muss ich mich nicht erstmal hier umziehen, was ich jetzt haben will? Ach mein Gott, das ist einfach zu viel, ey. Panzerung, so, Helm. Nee, erstmal will ich sehen, was ich für Brust habe. Aha, Panzerung. Ultra selten, ultra selten. Die finde ich. Wieso kann ich die nur zerstören? Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich das jetzt nicht anziehen? Ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht anziehen. Das ist echt geil. Ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Aber muss ich das erst... Wie heißt das? Muss ich das erst untersuchen oder wie muss ich das erst machen? Ich habe keinen Schimmer, wie das abläuft. Ah. Wieso kann ich jetzt die Panzerung Helm? Helme sind Schlüssel und teuer. Sie können ihren Helm im Menü Gameplay Einstellungen visuell verbergen, ohne die Gameplay Vorteile einzubüßen. Ich aber irgendwie meine Kampfdingens nicht zusammen. Ne. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt wähle. Ich nehme hier mal weiß. Dann nehme ich jetzt mal schwarz. Und dann nehme ich jetzt mal blau. Wir haben auch eine Musterauswahl. Ich weiß nicht, was das Muster jetzt... Ah, okay, okay, jetzt weiß ich's. Okay. Gut, habe ich wohl getan. Ich weiß nicht, warum wir uns jetzt hier nicht so großartig umziehen können. Ich habe absolut keinen Schimmer, warum, wieso, weshalb. Ich muss das wohl irgendwie noch blicken. Vielleicht muss ich das... Ja, ich habe keine Ahnung. Naja. Wir fahren jetzt erstmal, also wir gehen jetzt erstmal nach oben auf die Brücke.
Lassen uns jetzt nach Eos fliegen. Hey! Hey! Oh, Einsatzmission ist schon fertig. Nein. Okay. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo, Jeff. Und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Da draußen sind viele Gefahren, aber ich tue mein Bestes, um sie zu umgehen. Das ist beruhigend. Ich würde nur ungern meine beste Arbeit an diese wütende Wolke verlieren. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Ist irgendwas mit der Körnung nicht in Ordnung? Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Ich hatte nie geplant, Pathfinder zu sein. Ich weiß nicht, was da draußen ist. Aber wir sind die Besten und Klügsten der Milchstraße. Wir schaffen das. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Callow, bringen Sie uns hin. Also ich finde das ja jetzt mega geil, ne? Mit dem, dass das aussieht, als wenn wir da selbst hinfliegen würden. Mega geil. System Pythias, Habitat 1 der Andromeda-Initiative, Bezeichnung Eos. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein, nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von Eos. Machen wir natürlich. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden.
Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Ich habe ja anscheinend keine große Wahl. Haben wir Mods? Jetzt können wir das wählen, das glaub, oder? Nein, können wir nicht. Ich glaube ich nicht. Ach, guck mal. Das ist Pibi. Das ist der Kroganer und das ist Saal. Hier können wir die Gruppenmitglieder noch auswählen. Ich könnte jetzt sogar Vetra mitnehmen. Aber ich nehme jetzt erstmal die beiden mit. Damit passt das schon. Lackierung zuweisen. Ach so, den haben wir ja noch gar nicht. Wie heißt das Teil nochmal? Nicht Marco? Ready, Freddy. Ich hoffe, das gilt für uns alle. Das heißt irgendwie anders jetzt. Hallo. Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Ich glaube, die Sache mit meinem Vater lässt mich nicht los. Sie hatten kaum Zeit, es zu verarbeiten. Das ist es nicht. Ich spüre es noch. Ich höre Stimmen. Und nicht nur Sams. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können. Was ist denn auf einmal mit der Grafik los? Die Haare waren auf einmal ganz anders. Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Jetzt sexistisch. Kein Problem. Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das, oder? Würde ich was ganz anderes sagen. Verdammt! Da, setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Soll man da überhaupt anfangen? Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von EOS blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn EOS so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Geschichte ist richtig total an Zielunterstützung, ja.
Aha, Missionstracker nach Kontext, Dialoge und Anzeigen. Rasham aus den Gesprächen. Wie ausgerüstet, aus dem Gameplay und den Gesprächen. Aus dem Gameplay und den Gesprächen. Ach. Aber wisst ihr was? Aus dem Gameplay und den Gesprächen. Machen wir das mal so. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Sie hatten keinen Pathfinder. Jetzt haben sie einen. Wir werden Eos zu einem Zuhause machen. Okay, Leute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.